Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1-Manager-Karriere mit Toyota. Das 9. Saisonrennen ist es, glaube ich. Das steht an heute, der große Preis von Kanada. Die letzten Rennen liefen nicht ganz so gut für uns. Die Pace, die ist mega im Moment. Wir können wirklich konstant auf jeder Strecke mit den Top-3-Teams mithalten. Aber wir haben viele Fehler gemacht, zuletzt in Imola und auch in Monaco. Das ganze Team, ich strategietechnisch, die Boxencrew, auch die Fahrer haben Fehler gemacht. Also es ist noch nicht alles perfekt und trotzdem haben wir jeweils viele Punkte geholt. Jetzt ist endlich mal ein Wochenende gekommen, wo wir auch mal das Maximum mitnehmen müssen. Einfach mal das Beste, was geht. Das heißt nicht unbedingt, dass wir das Rennen gewinnen oder dass wir irgendwie aufs Podium kommen. Aber wenn halt am Ende Plätze 5 und 6 das Beste sind, dann müssen wir auch mal das mitnehmen und nicht am Ende wieder 7. 8. oder so werden, wie in Imola. Ich glaube, in Monaco waren wir 6. und 8. Also ja, es sagt noch ein bisschen, wir machen noch zu leichte Fehler. Klar, es ist unsere erste Saison in der Formel 1, aber trotzdem, ein paar davon dürfen einfach nicht passieren. Und jetzt hier in Q1 ist auch schon wieder Raum für Fehler. Der Regen wird weniger, aber es ist halt die Frage, lohnt sich das jetzt gleich nochmal auf Slicks rauszufahren oder ist es besser, diese letzte Runde jetzt auch auf Intermediates zu machen? Ich weiß nicht, so langsam müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir sind die Einzigen, die noch keine Zeit gesetzt haben. Sargent ist draußen, was für Reifen sind das? Bei Logan Sargent, das sind die Intermediate-Reifen. Das sind die Intermediate-Reifen. Wir warten noch ganz kurz. Hülkenberg auch draußen, was macht der? Der ist auf Slicks, dann gehen wir auch auf Slicks, okay. Come on, wenn Hülkenberg das macht, dann können wir das auch machen. Wir warten noch ganz kurz. Jetzt ist so langsam mal Zeit für Slicks und jetzt gehen wir raus. Ich möchte hier nicht zu viel Risiko eingehen. Lawson draußen, jetzt auch Gasly auf die Strecke. Die anderen werden auch noch kommen, oder? Nee, jetzt kommt noch Alonso, aber viele bleiben drin. Das könnte... Ja, das ist es. Das war's für George Russell zum Beispiel. Der ist hier definitiv raus. Was machen wir? Wir springen auf 1 und 2, kommen locker weiter. Aber Russell im Mercedes, auch Ricardo im RB ist hier draußen. Ein paar Überraschungen, leider keiner von den absoluten Top-Teams draußen. Aber immerhin ein Mercedes, was, na gut, er hat Quidstrafen, sehe ich, habe ich noch gesehen, also gut. Hätte jetzt wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, aber für uns trotzdem gutes Q1, sicher durchgekommen. Und jetzt heißt es hier in Q2, wo es wieder regnen wird, diesmal früh rausfahren. Okay, diesmal wird der Regen stärker. Wir müssen so früh wie möglich eine gute Runde setzen. Und dürfen jetzt hier keine Fehler von unseren Fahrern sehen. Mal schauen, Lawson, Gasly hintereinander weg, Lila in den ersten beiden Sektoren. Das sieht ganz gut aus. Was machen die anderen? Verstappen sehr, sehr schnell. Auch die Ferraris nicht langsam, aber Gasly im Moment auf Rang 2. Jetzt wird der Regen mehr, also theoretisch sollten das auch die Endplatzierungen alle sein. Aber für uns sieht das hier doch echt sehr, sehr gut aus im Moment. Alles wunderbar, wir sind mit beiden Autos in Q3 drin. Und übrigens, sehr, sehr interessant, nur 5 Teams in Q3, ne? Also von 5 Teams jeweils beide Autos, Aston Martin, McLaren, wir, Toyota, Red Bull und auch Ferrari haben es alle geschafft mit beiden Autos. Und jetzt in Q3 ist auch wieder interessant, denn am Ende sollen die besten Bedingungen herrschen. Wir fahren trotzdem jetzt einfach schon mal raus, um eine Runde mal hier zu haben, um eine Zeit auf dem Tableau zu haben. Aber ja, es wird darauf hinauslaufen. Am Ende brauchen wir eine super Runde, wahrscheinlich auf Slicks. Das sind aber wieder schwierige Bedingungen, da kann leicht dann auch mal ein Fehler passieren. Also wirklich überhaupt kein einfaches Qualifying hier. So langsam müssen wir eine Entscheidung treffen. 3 Minuten verbleiben. Die Slicks sind so langsam die besseren Reifen. Verstappen ist auf Inters, aber viele sind auf Slicks. Dann gehen wir auch auf Slicks raus. Wir warten noch, bis Verstappen durch ist. Und dann, wenn er vorbei ist, dass wir keinen Verkehr haben, schicken wir unsere Jungs raus. Das ist jetzt der Fall. Lawson raus, Gasly raus, direkt hintereinander. Mal schauen, Piastri sollte... Ja, nee, der ist nicht so weit weg. Der sollte uns jetzt überholen, diese Runde. Aber ansonsten, es bleiben alle drin. Nur Verstappen, Sainz, Piastri und unsere beiden sind hier jetzt auf einer Zeitenjagd. Das könnte richtig gut werden. Im Moment ist Oscar Piastri auf der Pole. Aber Sainz und wir beide können ihn da noch von verdrängen. Leider kein lila erster Sektor für gar keine von uns. Sainz scheint gut unterwegs zu sein, aber auch Gasly ist gut unterwegs. Wir gehen on board mit Carlos Sainz. Der kann hier jetzt erstmal Piastri verdrängen. Macht er das? Ja, er macht es. Carlos Sainz im Moment mal auf die Pole Position. Aber jetzt, was kann Liam Lawson? Kann er hier vielleicht in die erste Reihe irgendwie zwischenzeitlich mal vorkommen? Eine 12-7 von Sainz. Eine 12-8, glaube ich. Jawohl. Startplatz 2 und Gasly auf die Pole. Gasly startet von Pole. Wir kommen von den Plätzen 1 und 3. Es ist geisteskrank. Ganz, ganz viele mit einem dicken Strategiefehler. Zum Beispiel Leclerc, Perez und Norris, ne, die 3. Auch Verstappen natürlich nicht optimal. Immerhin noch Platz 5 am Ende für ihn. Aber für uns perfektes Q1.
Qualifying. Wir starten von 1 und 3 ins Rennen und können also, denke ich, schon das Podium, zumindest mal bei Gasly, jetzt als Ziel ausgeben. Die Pace scheint gut zu sein. Verstappen ist verdammt stark dieses Wochenende. Der wird hier vielleicht sogar der größte Gegner im Rennen sein. Aber ich denke schon und hoffe vor allem auch, dass wir aufs Podium fahren können. Dafür müssen die Strategien passen und ich denke, wir machen das so hier. Eine Soft, Medium, Soft. Können da trotzdem immer viel pushen bei Lawson. Genau das Gleiche. Regen soll, glaube ich, gar nicht kommen, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Wir schauen nochmal ganz kurz. Nee, komplett trocken im Rennen, okay. Also ja, wir werden das hier so durchziehen. Soft, Medium, Soft bei allen beiden. Das beste Qualifying der Karriere liegt hinter uns. Wir kommen aus der ersten und der zweiten Reihe von den Plätzen 1 und 3. Das ist gleich ein richtig schönes Bild, was wir sehen werden. Hier ist es. Gasly von der Pole, dann Sainz auf harten Reifen, dann Lawson auf Soft. Also da muss eigentlich das Ziel sein, so früh wie möglich jetzt vorbeizukommen. Aber nee, es ist Sainz mit einem Superstart. Sainz geht vorbei an Gasly. Was ein Start von Carlos Sainz auf den harten Reifen. Und der übernimmt hier die Führung, oder wie? Das gibt's doch nicht. Der tatsächlich, Gasly verliert die Führung an Carlos Sainz. Und auch hier hinten, ja, nee, okay. Lawson ist sicher erstmal auf seinem dritten Platz. Piastri hat da kurz angegriffen, aber zieht zurück. Leclerc ist an Verstappen vorbei, die sind auf Medium. Perez dann auf Softs, genauso wie Piastri und auch Norris auf Medium, okay. Und Gasly ist schon wieder vorne. Gasly ist schon wieder vorne, vorbeigegangen an Carlos Sainz. Hinten gab es einen Unfall zwischen Bottas und Richard Vischor. Bottas scheint raus zu sein oder zumindest scheint er Schaden zu haben. Er fällt nach ganz hinten. Und wir, ja, müssen jetzt hier so ein bisschen erstmal unsere Pace finden. Mal schauen, ich weiß halt nicht, wie die Pace im Trockenen ist, ne? Das war halt im Qualify nicht zu sehen. Da war viel Chaos, viel mit Strategie. Aber im Moment haben wir mal beide Toyota und beide Ferrari ganz vorne, während Carlos Sainz jetzt wieder die Führung übernommen hat erstmal. Wir haben einen Safety Car auf der Strecke hier in Runde 7. Es sind jetzt schon viele reingekommen, denn die waren noch hinter der Boxengasse, aber beide Ferrari und auch wir beide. Wir haben jetzt eine Runde Zeit, um hier uns zu entscheiden, was wir machen. Lawson führt im Moment an vor Sainz. Also einen von beiden müssen wir auf jeden Fall reinholen. Die Frage ist, wen holen wir rein? Holen wir beide rein? Können wir eigentlich auch machen, oder? Ich weiß es nicht. Und vor allem weiß ich nicht, was für Reifen dann die besten sind. Was machen die anderen? Die sind fast alle auf harte Reifen gegangen. Da machen wir das auch. Lawson kommt für harte Reifen rein. Und Gasly auch. Wir machen es einfach mit beiden, weil ich glaube, dass auch beide Ferraris einfach reinkommen werden. Ich denke, dass da jetzt alles gleich machen. Genauso ist es. Werden zwar jetzt wahrscheinlich dadurch ein paar Plätze verlieren mit Gasly, oder? Nee, nee! Wir sind immer noch in den ersten vier mit allen beiden. Unglaublich! Norris zum Beispiel ist auf 12 zurückgefallen. Perez auch auf 8 zurück. Und da habe ich gedacht, dass wir jetzt auch Plätze verlieren. Aber nein! Wir sind immer noch nur mit den Ferraris hier gerade im Kampf. Aber von hinten, die werden auch noch drücken. Ne? Also die Red Bull und McLaren haben, glaube ich, auch noch eine ganz gute Pace dann nachher im Rennen. Das war jetzt erstmal viel mit Managen hier in diesen ersten paar Runden. Jetzt können wir mal kurz angreifen auf den harten Reifen. Und mal schauen, wie jetzt so die Pace sein wird hier beim Restart. Wir gehen mal ganz kurz hier on board, weil ich echt Angst habe, dass Lawson jetzt gleich die Führung verliert an Carlos Sainz. Aber nee, super Restart. Hat sich da eine super Lücke rausgefahren. Es sind 8 Zehntel, 9 Zehntel fast. Der könnte hier fast schon aus dem DRS rauskommen, oder? Was ein Restart von Liam Lawson. Jawohl, er ist draußen. Während Tsunoda einen Fehler macht. In der ersten Kurve oder in der ersten Kurvenkombination dreht er sich. Und Lawson vorne kommt wirklich ein Stück weg, aber ja. Oh, beide Ferrari nicht auf harten. Sainz auf Medium, Leclerc auf Soft, okay. Also auch das für uns, denke ich, fast sogar ein Vorteil jetzt. Ja, also die McLaren, die haben ja keine gute Pace. Auch Perez ist ja jetzt schon richtig abgefallen hier von den Top 5. Das sind beide Ferrari, wir beide und dann auch Max Verstappen, der kann hier mithalten ganz gut. Immer die McLaren überhaupt keine Pace, die kämpfen hier gegen Alonso gerade. Perez auch inzwischen über 7 Sekunden, oder jetzt ja, ungefähr 7 Sekunden halt dahinter. Und dementsprechend glaube ich, dass wir hier einen Fünfkampf um den Sieg erleben. Und das Schöne ist, auch Liam ist in diesem Fünfkampf mit dabei. Das kommt aus dem Nichts, ne? Er war ja nie irgendwie schnell genug eigentlich, um hier vorne mitzuhalten. Aber jetzt plötzlich im Kampf um den Sieg oder zumindest mal im Kampf ums Podium hier mit drin. Das ist richtig gut, das gefällt mir. Aber ich denke wirklich, also Verstappen, den werden wir nicht halten können, denke ich, auf komplett lange Zeit. Der kann hier so gut mithalten, hat gar keine Probleme. Wir beide wären vorhin schon ein paar Mal abgefallen. Und jetzt vielleicht gleich die Möglichkeit für Liam, an Leclerc vorbeizugehen. Der hat gerade keine Pace mehr. Hat 2 Sekunden in der letzten Runde verloren auf Sainz vorne.
vielleicht eine kleine Strategie von Ferrari, um ein paar Lücken ja, was hat denn Leclerc da gerade für einen Ausgang gehabt? Habt ihr das gesehen? Der ist ja komplett weggeflogen. Das DRS hält Liam da jetzt wieder so ein bisschen drin, aber wir müssen jetzt mal pushen in dieser Phase. Ich glaube, die Ferraris, die attackieren auch gerade ein bisschen gewaltig. Ah, nicht gut. Wir sind aus dem DRS raus und da wird es schwer, wieder reinzukommen. Vielleicht muss Gasly jetzt mal vor, denn der ist im Normalfall ja immer ein bisschen schneller als Liam, aber er kommt nicht vorbei, oder? Nee. Doch, jetzt ist er vorbei. Nein, Gasly hat einen Fehler gemacht und deswegen jetzt Verstappen durch bei ihm. Und Verstappen auch direkt an Lawson vorbei, okay. Pushen jetzt, pushen, was das Zeug in dieser Phase. Piastri hat übrigens ein technisches Problem an seinem Auto. Das ist gut für uns, weil das bedeutet wahrscheinlich weniger Punkte für McLaren. Und für uns die Möglichkeit, ein bisschen ranzukommen dort in der Konstrukteurs-WM. Aber erstmal müssen wir uns jetzt hier auf dieses Rennen fokussieren. Wir sind weiter in den Schlagdistanz, das ist kein Problem. Jetzt ist Gasly mal vorbeigegangen, okay. Sehr schön, der S ist er wahrscheinlich leider noch nicht gewesen. Der Messpunkt ist ja schon hier irgendwo. Aber es sieht gut aus, okay. Wir haben wieder uns ein bisschen jetzt rangekämpft, haben das Rennen wieder ein bisschen beruhigt. Wenn wir jetzt heißt, wieder aufpassen. Aber Verstappen hat die Führung schon übernommen. Wahnsinn, also der, ja, nee, den werden wir hier nicht halten können. Verstappen ist in der eigenen Welt. Ich glaube, unser Rennen ist wirklich gegen beide Ferraris. Perez und die McLaren sind ein bisschen zu langsam, denke ich fast. Also das sieht schon echt sehr gut aus. Und jetzt haben wir eine rote Flagge. Was ist denn hier passiert? Ocon, der dreht sich in die Wand, nimmt dann, glaube ich, sogar ein bisschen den Mercedes dort mit. Esteban Ocon ist raus in einer von diesen vielen Schikanen hier in Kanada. Ja, für uns, weiß ich nicht, wir sind gerade Vierter, Fünfter, ne? Es war jetzt gerade wieder nur ein Hinterhergefahrer vorne. Aber das macht jetzt die Strategie nochmal deutlich interessanter. Was für Reifen nehmen wir jetzt? Softreifen halten hier lange. Bis zum Ende werden wir damit nicht fahren können. Dasselbe gilt aber auch für Mediums, würde ich denken. Und deswegen vielleicht eine Soft-Soft jetzt bis zum Ende. Mal schauen, ich habe keine Ahnung, was das Beste ist. Ich habe keine Ahnung, was die anderen machen. Hier sind nicht nochmal harte Reifen bei Verstappen. Auch hier überall harte Reifen. Auch bei dem Ferrari hier. Ich weiß nicht, wer das ist. Das könnte Leclerc sein. Haben die nochmal frische? Ja, haben sie. Okay. Sainz ist aber auch auf Softs und genauso auch Perez hinter uns. Ja, mal schauen. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, was jetzt hier das Beste ist. Wir lassen sie jetzt natürlich mal richtig pushen in diesen ersten paar Runden. Gasly gerade unter Druck von Lawson. Aber er kann sich da vorhalten und vielleicht sogar Ferrari angreifen. Nee. Okay, also weiter in die Plätze 4 und 5 für uns. Vorne Verstappen, vor Leclerc, dann Sainz, nee, nicht mehr Sainz. Gasly jetzt vorne. Und auch Liam direkt mit der Attacke. Schafft das auch? Nee, er war ein bisschen noch zu weit dahinter. Aber Gasly immerhin mal wieder vorübergehend vor aufs Podium. Das gefällt mir. Piastri mit seinen technischen Problemen am Auto ist mittlerweile zurückgefallen auf Rang 11. Der hat hier keine Pace mehr. Also der wird im Normalfall keine Punkte holen. Und das ist für uns ja, wie gesagt, richtig gut. Oh, Lawson macht Druck auf Sainz. Der will da unbedingt vorbei jetzt in dieser Phase. Sainz! Sainz auch mit technischen Problemen im Auto. Ganz leicht zwar nur, aber unser vielleicht größter Gegner hier. Ferrari also auch mit leichten Problemen. Verstappen ist jetzt übel zurückgefallen in den letzten paar Runden. Keine Ahnung, was da passiert ist bei ihm. Aber ich glaube, für uns ist jetzt mal die Zeit gekommen, um hier mal richtig zu pushen. Wir attackieren jetzt mal komplett mit Gasly. Wollen da vorne jetzt ein paar Lücken reinreißen. Hat das geklappt vielleicht, dass Sainz komplett raus ist aus dem DRS? Ich weiß nicht. Aber ja, zumindest ist die Lücke jetzt erstmal dort relativ groß. Wir müssen auch direkt wieder aufhören dann mit dem ERS. Wir können aber mit dem Benzin noch ein bisschen weitermachen, dass er vielleicht sich jetzt dort eine Lücke rausfahren kann. Das wäre unglaublich wichtig in dieser Phase. Lawson jetzt auf 3 nach vorne. Sainz fällt langsam, aber sicher zurück mit seinen Problemen. Und Lawson ist drin im DRS-Fenster jetzt von Charles Leclerc. Während übrigens, wo ist Verstappen hin? Was ist denn mit Verstappen los? Der hat keine Pace mehr. Verstappen ist auf 7 zurückgefallen. George Russell jetzt auch mit technischen Problemen. Also was ein Chaosrennen. So viele Autos hier mit irgendwelchen mechanischen oder technischen Problemen. Wir führen im Moment das Rennen an und zwar jetzt sogar erster, zweiter. Unglaublich. Lawson vorbeigegangen an Charles Leclerc. Doppelführung hier jetzt in Kanada. Oh, jetzt in dieser Phase attackieren, glaube ich, gerade alle anderen auch richtig stark. Deswegen Lawson gerade auf Platz 6 wieder zurückgefallen. Gasly führt immer noch an, aber die Lücken sind klein. Also hier ist noch überhaupt nichts entschieden und vor allem kommen die jetzt alle gerade wieder Stück für Stück ran. Also wir sind gerade die langsamsten der Top 4 Teams, wenn man jetzt mal PS wieder ausklammert. Aber wir dürfen jetzt nicht raus. Also vor allem Liam darf jetzt in dieser Phase nicht rausfallen. Das wäre wichtig, wenn er zumindest in Schlagdistanz bleibt. Aber er fällt Stück für Stück zurück, verliert immer mehr Zeit und ist jetzt auch schon hinter Verstappen auf Rang 7. Direkt auch wieder aus dem DRS raus. Wahnsinn, also der hat ja gar keine Pace mehr. Vielleicht ist es schlau, ihn jetzt schon reinzuholen, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben nur 19 Runden vor uns. Reinkommen jetzt für Softs und dann kann er ganz gut pushen, denke ich. Gasly werden wir auch nicht mehr lange warten. Der hat auch keine gute Pace mehr. Die kommen jetzt alle da wirklich ran in einem geschlossenen Zug.
sind jetzt gerade alle schneller, bedeutet auch Gasly jetzt in der nächsten Runde rein. Lawson ist jetzt drin. Was für ein Stop gelingt, der könnte wichtig sein. 2,8, ja. Aber er hat kaum freie Fahrt. Und jetzt ist Gasly drin. Jetzt ist Gasly drin. Hat er dann freie Fahrt? Das ist die Frage. 2,7 ist gut. Ist er davor? Oh, es ist ganz knapp. Im Moment ist er das, aber das DRS könnte jetzt hier die beiden Aston's erstmal wieder vorbeibringen. Mal schauen, die Reifen sind noch kalt. 13. Oh, ja, das wird nicht reichen, glaube ich. Die werden jetzt da vorbeigehen. Auf der langen Gerade. Oder tun sie das in die letzte Schikane hinein? Nee, da nicht. Und in die erste Kurve rein auch nicht. Das ist wichtig. Gasly ist weiterhin da davor. Und jetzt heißt es pushen, was das Zeug hält, dass wir hier eine gute Lücke irgendwie mit dem Undercut rausbekommen. Das Ding ist ja, es müssen nicht mehr alle vorne reinkommen. Ich glaube, Leclerc und Verstappen, die fahren auf jeden Fall durch. Lando, Norris wahrscheinlich auch. Aber Sainz und Perez müssen nochmal rein. Also die sollten wir hier zumindest mit Gasly schlagen. Podium ist drin. Norris ist ungefähr 7,5 Sekunden gerade davor. Aber Leclerc und Verstappen sind, glaube ich, unbesiegbar inzwischen. Die waren einfach zu schnell das ganze Rennen über schon. Dementsprechend denke ich, dass hier das Maximum diesmal P3 ist. Dieser McLaren, den wollen wir uns noch holen. Lando Norris dort. Aber ja, jetzt kommt mal Perez rein. Okay, ich wollte gerade sagen, wann kommen die denn mal rein? Sainz fährt immer noch. Ich weiß nicht, warum die so lange warten dort bei Ferrari. Aber gut, ist nicht unser Problem. Wir müssen einfach weiter pushen. So viel Pace wie möglich zeigen. Im Moment auch Lawson mal vor Perez. Aber ich denke fast, dass er da zum Ende hin nochmal rankommen wird. Okay, also ein Sieg wird's nicht. Das ist mittlerweile klar. Aber das Podium können wir jetzt in dieser Runde vielleicht uns erst einmal schnappen. Er ist super nah dran an Norris. Außenrum mit die Schikane. Nee, das wäre dumm, glaube ich. Das würde ich auch nicht machen an seiner Stelle. Lawson im Moment noch Fünfter. Aber Perez und Sainz fliegen dort von hinten ran. Also ich denke, den fünften Platz wird er nicht halten können. Der wird Platz 7 das Maximum sein. Aber Gasly hat es geschafft. Okay, perfekt. Vor auf Rang 3. Ein Podium wäre trotzdem natürlich ein super Ergebnis für uns. Auch wenn... Ja, ich hatte zwischenzeitlich schon Hoffnung auf mehr. Dass wir vielleicht sogar beide Ferrari am Ende schlagen können. Aber ich denke, die Strategie mit den harten Reifen war am Ende dann ein Ticken besser. Und wahrscheinlich auch einfach die Pace von Leclerc und Verstappen. Die war wahrscheinlich insgesamt auch einfach zu stark, dass wir die hier hinten schlagen können. Und dementsprechend denke ich, ja, Podium ist Maximum, hier P3. Vielleicht natürlich vorne fighten, vielleicht passiert noch irgendwas. Aber ich denke fast nicht. Wir sind auf den letzten Metern dieses Rennens. Es ist unglaublich. Auch wenn es hier am Ende nur in Anführungsstrichen P3 ist, es ist ja schon extrem krass. Ne? Also Podium hier in Kanada. Wir können mittlerweile wirklich konstant auf absolut jeder Strecke mit den großen Kämpfen. Verstappen gewinnt vor Leclerc. Gasly auf dem Podium zum, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Mal die Saison. Miami haben wir gewonnen. Haben wir sonst schon ein Podium? Ich glaube nicht. Das müsste unser zweites erst sein in dieser Saison. Lawson am Ende ein 7. Platz. Das ist nicht schlecht für ihn, ne? Er war jetzt wirklich mal in der Lage, da vorne mitzukämpfen. Ist er im Ziel? Er ist nicht im Ziel. Das gibt's doch nicht. Hier ist doch gar nicht mehr im Minus. Nein. Nein, kann ihn einer anschieben noch, bitte? Aber, ja, nee, das war's. Es gibt kein... Ey. Oder? Oder? Jetzt wird er doch als 7. gewertet. Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall wieder mal mein Fehler, aber es war ja nicht im Minus, deshalb... Ja, nee, okay, er ist da, alles gut. 6 Punkte für Lawson. Ein super Rennen von ihm, glaube ich, ne? Er war wirklich die ganze Zeit in der Lage, vorne mitzukämpfen. Hatte die Pace von den Jungs vorne, sonst war er immer so weit hinter Gasly. Aber dieses Mal nicht. Diesmal war er nah dran. Auch schon im Qualifying gut. Also wirklich ein sehr gutes Wochenende von ihm. Das Beste, denke ich, bisher in dieser Saison auf jeden Fall. Leider halt von unseren Startplätzen ein bisschen nach hinten gerutscht, aber das ist nicht schlimm. Wir müssen nicht hier jedes Rennen jetzt irgendwie gewinnen. Ne? Oder jedes dritte Rennen gewinnen. Auf gar keinen Fall. Das ist schon ein super Ergebnis heute. 21 Punkte. McLaren zum Beispiel holt nur 12 Punkte. Ja, also wir kommen da ein bisschen ran, machen 9 Punkte gut. Ja, Konstrukteurs-WM sind da jetzt 71 noch Rückstand. Das ist natürlich viel. Das ist klar, aber wenn wir so weitermachen, wenn unser Auto noch ein bisschen besser wird im Laufe der Saison, da können wir die vielleicht noch einholen. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, lasst ihr jetzt ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Aktiviert auch gerne die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.